Auf die Bühne zu gehen und bei The Voice Kids mitzuwirken, ist der Traum von Millionen Kindern. Aber es gibt viele Menschen, die keinen Erfolg haben. Und viele Menschen müssen lange auf die Teilnahme warten. Seit 5 Jahren träumt die 12-jährige Lilly davon, bei The Voice Kids auf der Bühne zu stehen. Gestern Abend war es endlich soweit. Lillys Songauswahl sorgte dabei für viel Aufregung bei den Coaches und einen fiesen Seitenhieb in Richtung Silbermond-Frontsängerin Stephanie Kloos. Lilly hat nicht nur im Singen eine große Leidenschaft gefunden, die 12-Jährige tanzt auch sehr gerne Gardetanz. In ihrer Tanzgruppe für Karnevalsauftritte verbringt sie einen großen Teil ihrer Freizeit. Gestern Abend wechselte sie die Bühne und trat bei The Voice Kids 2024 an. Smudo ist schon nach den ersten Tönen von Tina Turners Klassiker The Best begeistert. Geile Stimme, raunt er zu Michi und haut auf den Buzzer. Doch nicht nur das Duo ist von ihrem Auftritt begeistert, auch die anderen Coaches drehen sich nach und nach für Lilly um. Mit dem Vierer-Buzzer bekommt sie Standing Ovations vom ganzen Studio und hat somit freie Coachwahl. Ich kann gar nicht glauben, was hier gerade passiert ist, kann Lena Meyer-Landrut es kaum fassen. Auch Vincent Weiss bedankt sich für ihren Auftritt und dafür, dass du diesen Song für mich gerettet hast. Es gab mal eine Zeit, wo hier die Steff saß und wenn sie gewonnen hat, hat sie Simply the Best gesungen. Und es war so ein Fluch von Silbermond, fährt er fort. Auch die anderen Coaches erinnern sich daran. 2019 war Stephanie Kloos nämlich als Coach in der 7. Staffel The Voice Kids zu sehen. Deine Version war 1000-mal besser und 1000-mal erleichternder. Kann sich der junge Sänger daraufhin einen Seitenhieb in Richtung der Silbermond-Frontfrau nicht verkneifen? Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm channel Dostorian Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video hay hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.